Unter strenger Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen hat das WebTV-Filmteam Wirtschaftstreibende in Grad Weinstraß-Engl mit Kamera und Mikrofon besucht. Welche Auswirkungen haben die Einschränkungen der Corona-Pandemie auf Gewerbe und Handel? Und wie haben Selbstständige den Shutdown unmittelbar erlebt? Dieser Filmbericht gibt darüber Antworten. Naja, für unseren Betrieb ist es ein bisschen überraschend gekommen, das Ganze. Wir haben ja Dienstleistung und sind natürlich direkt beim Kunden vor Ort. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie es weitergeht, ob wir zu den Kunden dürfen oder nicht. Wir haben uns informiert, das hat die Wirtschaftskammer lange auch nicht gewusst, wie wir weiter tun dürfen. Und im Grunde genommen war es dann so, dass unser Betrieb immer im Betrieb war, nur das Geschäft war geschlossen. Und ja, wir sind durchgefahren mit der Dienstleistung, haben unseren Kunden auch die Geräte vorbeigebracht. Das heißt, kostenlos vor die Haustür gestellt. Die Geräte haben schon zahlen müssen, aber die Lieferung war kostenlos und so haben wir eigentlich den Betrieb aufrechterhalten. Wie wir gerade gehört haben, steht die Bevölkerung sehr wohl hinter den Betrieben jetzt. Es wird mehr regional gedacht, finde ich, und wir sehen das Ganze eigentlich positiv. Entgegen dadurch, dass wir ja Dienstleistungen mit Handel verbunden haben, ist es natürlich auch für uns jetzt sogar ein bisschen ein Entgegenkommen, weil wir eben die Kunden auch in dieser schwierigen Zeit bedient haben. Und das bleibt da bei den Kunden hoffentlich hinten und ich glaube, das wird ganz positiv. Nur relativ geringe Auswirkungen hat die Covid-19-Pandemie auf den Betrieb von Tischlermeister Alexander Schönbacher, den wir bei Renovierungsarbeiten in der neuen Mittelschule Gradwein angetroffen haben. Bei uns in der Werkstatt gar nicht. Wir haben viele öffentliche Aufträge und eben auch unsere privaten. Wir haben gute Auftragslage. Eigentlich arbeite ich Vollzeit normal weiter. Wir haben viele Privatkunden, die wir kurzfristig auch verschieben können. Dadurch haben wir immer wieder Zeit, solche Großprojekte auch anzugehen. Bei Gerhard Donner, Inhaber von Foto Donner in Gradwein, sind die Corona-Maßnahmen dramatisch und wirken sich massiv auf das Geschäft des Meisterfotografen aus. Der Beginn war sehr schockierend für mich. Also da hat man erfahren, ja, ab Montag muss das Geschäft geschlossen sein. Da kommen natürlich Gedanken, ja, was bringt die Zukunft, wie lange dauert es, was mache ich mit Mitarbeitern? Und das war ein sehr herber Schlag ins Gesicht. Und welche Vorteile bzw. welche Nachteile hat dieser Shutdown für das Fotogewerbe mit sich gebracht? Ja, ich fange mit den Vorteilen an. Also die Vorteile für unseren Betrieb und auch für die ganze Branche, die waren einfach nur Natur genießen und mal Seele baumeln lassen, weil in dieser Zeit wäre meine Hochsaison und wirklich stundenlange Sitzen am Computer. Und so durfte ich heuer mal den Frühling richtig genießen. Und die Nachteile, ja, es ist eigentlich Umsatz fast null. Kleinere Aufträge, die online bearbeitet werden können und so, aber die wirklich nur nicht zum Überleben und zum Existieren reichen natürlich. Die nächste traurige Geschichte bei uns, also auf meinen Terminkalender hat es noch nie so viele Kreuze gegeben. Also Cancelung von Hochzeitsterminen, Erstkommunionen, Firmungen, Familien, Taufen. Es ist wirklich auch für die weiteren Monate sehr schwierig, dass man wirklich also da entsprechenden Umsatz macht, geschweige denn das Versäumte aufholen könnte. Derzeit ist es so, dass sich doch manche fotografieren lassen wollen, aber keinen Friseurtermin kriegen. Also das wird alles noch etwas dauern. Zu den Gewinnern der Corona-Krise, wenn man das überhaupt so sagen kann, zählt zweifelsfrei der Lebensmittelhandel.
Der abendliche Applaus zur Bewältigung der Pandemie gilt hier nicht nur den Ärzten und dem Pflegepersonal, auch Systemerhalter wie Beschäftigte im Lebensmittelhandel haben diese Wertschätzung verdient. Es ist relativ schlagartig gegangen, wo ich immer gesagt habe, wenn man im Fernsehen diese Panikkäufe in den USA gesehen hat, habe ich gesagt, sowas wird es bei uns nie geben. Aber wie das gekommen ist, war es gleich. Es war einfach, man kann es mit Worten gar nicht beschreiben. Es ist 2-3 Tage umgegangen. In einem Tag habe ich zum Beispiel verkauft 140 Packungen WC-Papier und die Leute haben gekauft einfach alles, was sie erwischt haben. Es ist unvorstellbar. Wie drüben, man weiß dann, was das auswirkt und Dings, obwohl es die Medien gesagt haben, dass genug Lebensmittel vorhanden sind, und aber der Mensch tickt scheinbar anders. Auch wenn es alle gejammert haben und Dings, aber jeder hat natürlich viel, viel mehr Umsatz gemacht, weil die Gasthäuser waren geschlossen, alles war geschlossen in Wirklichkeit, sie haben müssen daheim essen. Und wenn man immer daheim ist, oder sie waren auch viel mehr zu Hause, wenn man immer zu Hause ist, weiß man es ja selber, isst man einfach mehr. Dann Dings. Und das hat sich schon in Wirklichkeit, ich meine, für uns leider positiv ausgewirkt. Und fast noch bis, das ist noch immer anhaltend. Auch bei den Pflanzen draußen zum Beispiel, die Leute setzen viel mehr Pflanzen. Es gibt auch Pflanzennot, stellenweise. Es gibt keine Salatpflanzen, es gibt gewisse Sachen nicht mehr, weil die Leute viel, viel mehr setzen, wie in den letzten Jahren. Und natürlich auch mit den Zustellen. Wir haben, was ich, auf täglich 25 Zustellungen gehabt. Aber schon so richtige, wie man da sagt, Erfassung, nicht? Nicht so 3 Sachen. Und das ist mit unseren paar Leuten, war das natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, nicht? Weil das Geschäft war viel mehr, die Zustellungen waren zu machen und die Pflanzen waren mehr, aber wir haben es trotzdem bewältigt. Informationen zur Coronavirus-Pandemie finden Sie auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.gradwein-strasengl.gv.at.